Hallo liebe Zuhörer, hier ist euer Martin und ich bin 5 Minuten vor der Sendung. Sie geht jetzt gleich los, 12 Uhr, prima Mittag, das Magazin, natürlich leidigerweise mit dem großen Thema Corona, was alles passiert ist, ob im Inland und im Ausland, also auf der Welt oder eben auf den Kanaren. Es gibt einiges zu berichten über Spanien, es gibt eine neue Verfügung nochmal wieder, es ist dazugekommen, ein Verbot. Und ein sehr trauriges Verbot, wie man halt mit Beerdigung aktuell umgehen muss. Und da werden wir drüber reden. Ich werde es euch erzählen. Wir werden versuchen, ein bisschen mehr Musik zu machen heute. Und ich versuche euch etwas Neues zu zeigen. Es gibt nämlich eine neue Art der Aufnahme von Musik und möchte ich euch gerne nahebringen. Und wenn ihr da wirklich Lust zu habt und es euch interessiert, weil ihr fachlich dabei seid, tut euch jetzt schon mal einen Gefallen und legt euch einen Kopfhörer zur Seite, weil ich werde jedes Mal, wenn ich so einen Song spiele, ist eine neue Art der Aufnahme, es ist also, wenn man so will, dreidimensional und ja, da werde ich euch dann eben halt Bescheid sagen und dann steckt ihr schnell den Kopfhörer rein und ihr sollt mal, ihr werdet erstaunt sein, was ihr da so erlebt und zwar in euren Ohren und somit auch in eurem Kopf. Übrigens, mein Unfall, ich bin jetzt bei der, fällt ja gar nicht mehr auf, aber ich bin leider jetzt auch, weil ich den Rest gestutzt habe. Ich weiß ja jetzt, man muss so einen Plastikdeckel da drauf machen, auf den Bartschneider. Und ja, ich bin jetzt raus aus der Nummer. Ich habe jetzt ein bisschen Bart, aus Sympathie lasse ich das noch, aber 5 mm gehen, aber es waren irgendwie 9 und das war, irgendwie war es unangenehm. Also es ist nicht meins, Bart muss man mögen, ob das gut aussieht oder nicht. Viele schreiben ja, oh Martin, du siehst ja richtig toll aus, ja, weil ich Bart im Gesicht habe. Oder weil ich eine Glatze habe, dann weiß ich nicht. Auf alle Fälle, meine Augenbrauen sind nur wieder in Ordnung. Und ja, ich fange jetzt einfach an. In diesem Sinne, tschüss. Wir hören uns, wenn ihr wollt, 107,3 oder www.radio-pv.com.